Metang ist ein Pokémon mit den Typen Stahl und Psycho, existiert seit der dritten Spielgeneration, ist die Weiterentwicklung von Tanel und kann sich wiederum zu Metagross entwickeln, das eine Mega-Entwicklung hat. Metang ist ein mittelgroßes und vergleichsweise schweres Pokémon mit einem außergewöhnlichen Körperbau, der die Verschmelzung zweier Tanel darstellt. Sein blau gefärbter flacher Torso weist kantige Ecken auf und ist mit silberfarbenen Stacheln bewehrt. Seine einzigen erkennbaren Sinnesorgane sind die kreisrunden, rot gefärbten Augen, die in schwarzen Vertiefungen liegen. An den Seiten trägt es zwei kräftige, klauenbewehrte Arme mit Dornen an den Ellbogen, die in ihrer Form an Tanel angelehnt sind. In seiner Shiny-Form ist sein metallischer Körper silbergrau gefärbt und die Stacheln am Torso sowie die Klauen an seinen Armen sind goldfarben. Metang zeichnet sich durch eine sehr geringe Beweglichkeit und Geschwindigkeit aus, jedoch verleiht ihm sein harter Körper gute Verteidigungsmöglichkeiten sowie solide Angriffsfertigkeiten. Metang setzt sich aus zwei Tanel zusammen, die Gehirne der beiden Pokémon werden dabei durch ein starkes magnetisches Nervensystem miteinander verbunden und erzeugen dadurch starke psychokinetische Kräfte, während die Denkfähigkeit jedoch unverändert bleibt. Metang schwebt aufgrund der elektromagnetischen Beschaffenheit seines Körpers in der Luft, was sich durch Attacken wie Magnetflug zeigt. Er schlägt dabei seine Arme wie Ruder nach hinten, um sich fortzubewegen und kann dabei Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern erreichen. Sein Körper ist extrem robust und bekommt selbst durch ein Flugzeug, was es im Fluge streift, keinen Kratzer ab, jedoch nutzt es seine kräftigen, harten Krallen eher offensiv aus. Es nutzt oder kann damit sogar dicke Eisenblöcke schneiden. Attacken wie Metallklaue, Sternhieb oder Patronenhieb machen sich dies zunutze. Es attackiert Gegner direkt mit seinem Körper mittels Bodycheck oder Zen-Kopfstoß oder wirft ihnen seine psychokinetischen Kräfte mittels Psychokinese entgegen. Die meisten Metang verfügen über die Fähigkeit Neutraltorso, die sie vor Statussenkungen durch Gegner schützt. Andere Exemplare weisen die versteckte Fähigkeit Leichtmetall auf, sie sind nur halb so schwer wie ihre Artgenossen. Über das Verhalten wilder Metang ist nur wenig bekannt. Es fühlt sich von Mineralien angezogen, welche magnetische Felder generieren, und sucht daher deren Nähe auf. Dies ist auch der Grund, weshalb man gelegentlich Metang beobachten kann, welche Nasgnet verfolgen. Metang leben dabei in felsigen, gebirgigen Regionen wie der Riesengrotte in Einal. Dabei stellt Metang den mittleren Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe dar, entwickelt sich aus Tanel und kann sich zu Metagross weiterentwickeln, das eine Mega-Entwicklung seit der sechsten Generation hat. Im Laufe seiner Entwicklungsstufen verdoppeln sich jeweils seine Gliedmaßen. Während Tanel quasi aus einem einzelnen klauenbewehrten Arm mit Auge besteht, schließen sich zwei Exemplare zu Metang zusammen, welche neben seinem massiven Körper dann über zwei Arme verfügt. Metagross bewegt sich spinnartig auf vier Gliedmaßen fort, während die Megaform sogar acht klauenbewehrte Arme aufweist. Denn spielen wir die Entwicklung von Tanel zu Metang auf Level 20. Zu Metagross auf Level 45 und die Mega-Entwicklung durch einen Metagross-Nieten durchgeführt. Und mit der Typenkombination ist es immun gegen Giftattacken, nimmt Viertelschaden gegen Psychoattacken, halben Schaden gegen Normal-, Flug-, Gestein-, Stahl-, Pflanzen-, Eis-, Drachen- und Feeattacken, doppelten Schaden gegen Boden-, Geist-, Feuer- und Unlichtattacken. Ausnahme ist Generation 3 bis 5, da machen Geist- und Unlichtattacken nur normalen Schaden, erst ab Generation 6 dann doppelten Schaden und dann machen noch Kampf, Käfer, Wasser- und Elektroattacken normalen Schaden.